Es gibt jetzt eine Spritze und das heißt, damit soll man easy abnehmen können. Die Stars in Hollywood, die schwören da drauf und überall wird es als das Wunderding verkauft. Before, after. Ricarda hat schon alles Mögliche probiert, um irgendwie abzunehmen. Und diese Spritze, die soll jetzt endlich die Lösung für sie sein. Und sie ist sogar eine der ersten, die in Deutschland überhaupt daran kommt. Die fette Kuh kann eh nicht schnell laufen. Ich möchte mein Leben ändern. Und da bin ich jetzt gerade voll dabei. Der Umfang hat sich ja um 1 bis 2 cm verkleinert. Ich merke, wenn ich zu viel gegessen habe, dass mir danach ein bisschen schlecht wird. Das ist kein Lifestyle-Medikament, sondern es gehört in die Hände von Ärzten, die das verschreiben. Hey, du hast jetzt ein Medikament bekommen? Genau. War das eigentlich schwer, da dran zu kommen? Tatsächlich ja, da es jetzt halt momentan echt Lieferengpässe gibt. Wie funktioniert die Abnehmspritze und ist sie für Ricarda wirklich das Wundermittel zum Abnehmen? Ich werde sie 2 Wochen lang begleiten und verstehen, warum ihr das so wichtig ist, abzunehmen. Ricarda ist 24, sie arbeitet hier in der Klinik als medizinische Fachangestellte und hier ist auch ihr Arzt, der ihr die Wegovy-Spritze empfohlen hat. Er ist einer der Profis in Deutschland beim Thema Übergewicht und Abnehmspritzen. Schauen wir noch einmal auf die Waage. Vor ungefähr einem Jahr wog Ricarda noch 101 Kilo. Jetzt ist zwar etwas runter, aber zu ihrem Wunschgewicht muss sie noch 20 Kilo abnehmen. Das soll jetzt die neue Spritze regeln. Was kann man sagen, so nach 2 Wochen Einnahme, wie viel wird dann hier stehen? Wenn sie 3 Kilo in 2 Wochen weg hätte, wäre ich, glaube ich, schon ganz zufrieden. Das ist ja kein Medikament, wo man sagt, ich nehme jetzt diese Spritze und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, sondern ich sage eher, das ist eine Unterstützung, ja, das ist eine Ergänzung. Das ist für manche vielleicht so der, ich sag manchmal, der Turbo, den sie brauchen, um auch echt Motivation zu tanken. Wenn man mal 3 Kilo abnimmt, in der Folgewoche nochmal 3, ja, dann macht auch Sport mehr Spaß. Dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, wirklich beim Kochen auch auf gesunde Lebensmittel zu achten. Und da sehe ich auch echt das Potenzial für diese Medikamente. Ja. Also nicht als Lifestyle-Drug, wie es ja gerade auch sehr, sehr breit auch in den Social Media kommuniziert wird, sondern eher als sinnvolle Ergänzung für Patienten wie Sie, die bereit sind, einfach zu sagen, hey, ich will mein Leben wirklich ändern. Ricarda hat die chronische Krankheit Adipositas. Vermutlich ist es bei ihr genetisch bedingt. Adipositas kann heftige Folgen haben für Herz, Niere, Darm und psychische Probleme verursachen. In Deutschland sind über die Hälfte der Bevölkerung per Definition übergewichtig und Adipositas hat fast jeder Vierte, sagt das Robert-Koch-Institut. Wegovy verspricht, man nimmt schnell ab, aber es kostet einiges und soll krasse Nebenwirkungen haben. Warum macht Ricarda das dann überhaupt? Darüber sprechen wir gleich. Hey. Ricarda engagiert sich ehrenamtlich 1 bis 2 Mal die Woche hier im Fußballverein. Sie kümmert sich darum, dass die Jungs gut vorbereitet sind auf das Spiel. Sie massiert sie und checkt ihre Verletzungen. Und das machst du alles neben deinem eigentlichen Job? Genau. Ja, aber ich mach's ja gerne. Also Fußball war schon immer so was, was mich eigentlich auch begeistert hat, wenigstens beim Zuschauen. Selbst spielen darf ich nicht. Warum? Dadurch, dass ich natürlich auch mehr Gewicht schon drauf hatte, hatte ich Knieprobleme, sodass das extrem wehtat auch und ich nicht mehr wusste eigentlich, was ich machen soll. Und daraufhin hatte damals mein Orthopäde gesagt, hobbymäßig, wo ich irgendwo nur Standfußball mache, ja, aber so im Verein dürfte ich nicht. Und kommst du irgendwann dahin, dass du irgendwann doch Fußball spielen könntest? Dahin kommen würde ich bestimmt, allerdings ist da dann jetzt auch schon die Zeit abgelaufen. Man sagt ja, man fängt an Fußball zu spielen direkt von klein auf sozusagen und dann als Quereinsteiger so reinzukommen ist natürlich schon schwerer. Dafür mache ich das jetzt mit den Jungs, ich stehe mit denen in Kontakt und ich sehe, was die für einen Spaß haben am Fußballspielen. Der Spaß geht dadurch in mir so über. Die Spritze soll ihr helfen, doch vielleicht irgendwann selber auf dem Platz zu stehen. Ricarda struggelt schon super lange mit ihrem Gewicht. Sie wog schon immer mehr als andere in ihrem Umfeld. Und das hat sie im Alltag eingeschränkt. Es ist halt immer was draufgekommen. Und da habe ich dann jetzt irgendwann vor ein paar Jahren schon gesagt, da muss ein Schlussstrich her. Ich möchte mein Leben ändern. Und da bin ich jetzt gerade voll dabei. Warum ist es dir wichtig, Sport zu machen? Die Ernährung alleine bringt es halt nicht immer, auch gerade beim Gewicht verlieren. Der Sport hält einen fit, lässt einen noch mal so ein paar Sachen überwinden. Man hat eigentlich so nach einer Zeit selbst so einen Wohlfühlkick,
wo man auch so denkt, der Schmerzpunkt ist jetzt in den Beinen weg. Ich möchte nur noch laufen. Ich sage auch immer, ich muss auch fit sein, wenn den Jungs was auch auf dem Platz passiert. Wenn da einer umkippt oder sich verletzt, nicht hochkommt. Ich muss ja auch schnell bei dem sein. Das hätte ich jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren auch noch nicht gekonnt. Dadurch kamen dann halt auch die fiesen Kommentare von den anderen Leuten dann am Feldrand. Darf ich fragen, was die so gesagt haben? Ja, die fette Kuh kann eh nicht schnell laufen. Und die soll erstmal abnehmen, bevor die im Fußballverein hier sich anmeldet, um da als Betreuer dabei zu sein. Hast du dich verletzt? Stimme locker. Sie ist komplett angespannt. Wie ist es für Sonntag? Ja? Ich möchte dich Sonntag vorher auf der Liege haben. Wenn ihr mehr zu Themen wie Körper und Gesundheit sehen wollt, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke. Sie gehört im Endeffekt ganz dazu. Ja, und wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie dabei ist. Ich glaube, das zeigt einfach im Endeffekt, dass sie von allen voll akzeptiert wird. So muss man ganz ehrlich sagen. Was bedeutet dir das Thema Körper? Sagen wir es so, menschlich gesehen ist der Körper ja eigentlich nur die Figur, die man abgebildet sieht. Aber man sieht ja nicht, was da drin ist, was der wirklich für Eigenschaften hat. Man muss sich halt aber auch selbst im Körper irgendwie wiederfinden und wohlfühlen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Um sich komplett im eigenen Körper wohlzufühlen und auch gesünder zu sein, will Ricarda unbedingt weiter abnehmen. Mit Sport und Ernährung hat es bislang nicht so gut geklappt. Dann bin ich auf die doofe Idee gekommen, weil das Internet empfohlen hatte, Abnehmpillen, die aber überhaupt nichts gebracht haben, außer dass ich Magen-Darm-Beschwerden hatte. Aber das ist ja jetzt auch ein Internettrend, habe ich das Gefühl. Und da machst du dir keine Sorgen. Natürlich, Bedenken gibt es immer. Es gibt bestimmt auch Tage, wo ich mir so denke, warum habe ich das genommen, wenn vielleicht eine Nebenwirkung mehr auftritt. Aber sonst im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ist auf jeden Fall das Richtige. Und das ist die Spritze, wo gerade so viele heiß drauf sind. Genau. Krass. Ich habe sie in der Hand. Ich verkaufe sie ganz teuer. Ja, weil ich habe schon gesehen, im Internet gibt es schon Leute, die versuchen untereinander das zu handeln. Also, dass die dann irgendwo in den Kommentaren schreiben, wer hat das, ich kaufe dir das ab und so. Also, da gibt es echt gerade so einen Run drauf. Echt heftig. Die Apotheken sind mittlerweile leer gekauft. Die Wirkung der Spritze, man hat weniger Verlangen nach Essen und fühlt sich einfach so satt. Die Folge, man nimmt ab. Aber die Spritze ist echt nicht günstig. Ca. 170 Euro kostet sie im Monat. Funktioniert es, wird Ricarda auf die höhere Dosis gehen. Das wären dann ca. 3.500 im Jahr. Die Krankenkassen übernehmen nichts davon und man muss sie vermutlich für immer nehmen, sagt ihr Arzt. Der große Moment ist gekommen. Die Spritze. Ja. Man macht sich hier so eine Hautfalte. Und zieht die Nadel langsam raus. Und das war's schon. Und wie fühlt sich das an jetzt? Also jetzt direkt danach merke ich eigentlich noch keinen Vergleich. Das wird sich jetzt gleich, aber wahrscheinlich im Laufe der nächsten Stunden noch so zeigen. Vor Wegovy gab es schon einen riesen Hype um die Abnehmspritze Ozempic. Eigentlich eine Spritze für Diabetiker, aber viele haben sie auch zum Abnehmen genutzt mit heftigen Nebenwirkungen. Die ersten 2 Wochen war ich wie ein Zombie. Ich habe mich nur übergeben, ich lag nur im Bett. Ich habe Depressionen bekommen, ich wollte nicht mehr leben, Leute, und das ist kein Spaß. Ozempic und Wegovy sind vom selben Hersteller und haben denselben Wirkstoff. Es gibt aber Hinweise darauf, dass sie schwere Nebenwirkungen verursachen könnten, wie ein erhöhtes Risiko von Suizid- und Selbstverletzungsgedanken. Haben Sie da irgendwie auch Bedenken, dass das auch bei Ihren Patienten sein kann? Also echte Bedenken habe ich da aktuell keine. Man darf halt nie vergessen, dass diese Patientenklientel, über die wir reden, ja, die stehen natürlich auch unter einem besonderen auch psychologischen und psychosomatischen Druck. Ja. Wenn Sie sich überlegen, Sie waren Ihr Leben lang übergewichtig, ja, haben eine Stigmatisierung und Ausgrenzung erlebt. Das heißt, Übergewichtige haben häufiger auch psychiatrische Begleiterkrankungen und psychiatrisch Kranke sind häufiger übergewichtig. Und das ist dann ja eigentlich ein Grund mehr zu sagen, das ist kein Lifestyle-Medikament, sondern es gehört in die Hände von Ärzten, die das verschreiben. Wenn du das jetzt so hörst von den Nebenwirkungen, machst du dir da Sorgen auch? Wenn ich jetzt wirklich merke, mir ist total, da dreht sich alles um, mir geht es total schlecht, es
auch die Blutwerte würden sich ganz drastisch verändern, würde ich jetzt auch sagen, ich breche die Therapie ab. Aber sonst so ein bisschen Magenknurren oder auch mal so ein paar Kopfschmerzen, die man auch eventuell haben könnte, nimmt man dann halt schon dafür mit in Kauf. Ich war müde die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob man es mir noch ansieht so ein bisschen. Die Augenringe sind auf jeden Fall noch da. Ja, Frühstück habe ich nicht komplett aufbekommen, weil da auch der Appetit nicht richtig da war. Also das Wochenende war gut. Ich friere nur seit dem Abend der ersten Spritze und laufe deswegen eigentlich, wenn ich keinen Sport mache, nur im Pulli rum und abends auch mit schöner Decke. Ich merke, wenn ich zu viel gegessen habe, dass mir danach ein bisschen schlecht wird. Es war ein erfolgreiches Wochenende. Es sind zwar nur minus 0,2 Kilogramm die Woche runter, ich fühle mich trotzdem gut. Ich habe an den Armen, an den Beinen und an der Hüfte auch Zentimeter verloren. Was extrem gut ist, der Umfang hat sich ja um 1 bis 2 Zentimeter verkleinert. So, 2 Wochen danach. Wir treffen jetzt Ricarda nochmal und ich bin schon sehr gespannt, ob die Spritze was gebracht hat und wie es jetzt weitergeht. Na, wie geht's dir? Gut soweit. Ist alles okay mit deinem Arm? Ja, war ein kleiner Sportunfall, aber sonst. Hallo, Frau Masun. Hallo. Wie waren die Tage? Ich habe Veränderungen gespürt. Okay. Ich musste mich auch zum Essen zwingen tatsächlich, weil ich eigentlich so gut wie kaum Appetit dadurch hatte. Und Bewegung war auch ein großes Thema? Genau. Also ich habe alles einmal aufgecheckt. Okay. Ja, hier auch die Schrittzahlen sind gut. Ja. Hier natürlich 6.000 an dem Mittwoch. Das ist dann wieder ein bisschen mau, aber da würde ich tatsächlich gucken, dass wir da noch... Aber das ist ja die laufende Woche. Das heißt, genau. da sind ja die 150 Minuten locker drin. Sehr schön. Ja, bei so einem neuen Medikament ist natürlich immer die spannende Frage, wie sieht es denn aus mit Nebenwirkungen? Haben Sie da irgendwas gemerkt, irgendwas gespürt, was Sie vielleicht vorher nicht so kannten? Also bis auf, dass ich halt beim Essen dann gemerkt hatte, so nach einer Zeit, ich sollte lieber aufhören, weil ich sonst tatsächlich auch ein Völlegefühl gemerkt hatte. Ich hatte in der ersten Woche gefroren danach, aber sonst hatte ich gar nichts. Alles klar, schön. Der gnadenlose Gang zur Waage steht jetzt noch an. Okay. Ricarda hat in 2 Wochen ungefähr 1 Kilogramm abgenommen. Die Waage zu Hause gefällt mir besser. Letztes Mal hieß es ja, es werden so 2 bis 3 sein. Das ist ja jetzt fast vielleicht die Hälfte. Bist du enttäuscht? Ja, richtig enttäuscht nicht. Sagen wir so, ich hätte vielleicht an dem einen Tag, wo ich mal eine kleine muskuläre Pause eingelegt habe, vielleicht doch was machen können, um da noch mal was aufzubauen. Und das ist ja auch realistisch. Also wir müssen ja auf die Langstrecke planen. Ja? Und es bringt uns jetzt wenig zu sagen, wir nehmen irgendeine Substanz her und dann muss sie jetzt mal richtig Sport treiben, wo sie am Schluss vielleicht noch ein Verletzungsrisiko hat, wenn sie nicht auf sich aufpasst. Also ich bin tatsächlich grundsätzlich zufrieden. Ja? Ich glaube, das ist ein realistisches Abbild, wie Adiposas-Therapie auch funktioniert, dass wir auch von den kleinen Schritten leben. Ja, also Ricarda hat jetzt nicht so viel abgenommen, wie sie sich das gewünscht hatte. Aber sie hat schon etwas abgenommen und das hat mir gezeigt, ja, diese Spritze kann neben Sport und Ernährung helfen, um abzunehmen. Aber diese Spritze ist eben für Menschen wie Ricarda gedacht, die krankhaft übergewichtig sind. Das ist kein Lifestyle-Produkt, um einfach ein bisschen abzunehmen. Und es ist zusätzlich auch noch super teuer und man weiß noch nicht genug über mögliche und auch langfristige Nebenwirkungen. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal versucht, irgendwie abzunehmen? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Schreibt mal eure Gedanken gerne unten in die Kommentare. Und leidest du an Müdigkeit, Akne und Schlafstörung? Dann hast du vielleicht das PCO-Syndrom. Hat Conny und meine Kollegin Tara, die hat sie mal begleitet. So 3 dunkle Haare, kriege ich die Krise. Ohne Flachs, die letzten 6 Wochen hatte ich gefühlt wöchentlich eine Panikattacke. Klick mal oben, um mehr über die Hormonstörung zu erfahren. Und darunter ein Video von unseren Kolleginnen und Kollegen von Auf Klo.